Ich befinde mich in New York, Leute, und wir werden heute die Top 5 Food Hotspots hier in New York abchecken. Es sind die berühmtesten der Welt und es soll grandioses Essen geben. Ob es sich lohnt, überhaupt hinzugehen und was es hier gibt, von Cronuts, Sandwiches, Bagels, Cookies, alles Mögliche, werden wir in dem Video sehen. Wir beginnen mit einem schönen Bagel. Wir beginnen den Tag mit einem Cream Cheese Bagel mit Lachs und dazu einen frisch gepressten Orangensaft. Das Ganze für ca. 25 Euro. Ich glaube, dass einige von euch mal die Preise interessieren, deswegen werde ich das versuchen immer dazu zu sagen. Diese Bagels hier sind wahrscheinlich die bekanntesten Bagels New York und zwar bei Russ & Daughters. Den Laden gibt es seit 1914 und das fällt mir hier immer wieder auf, dass hier sehr viele Läden gibt, die schon sehr lange gibt. Ich habe jetzt hier wie gesagt ein Bagel, schön mit dem Brot. Das Ganze wurde getoastet mit Sesam drüber und dann wurde schön aus dem Lachs so ein paar Scheiben rausgeschnitten. Hier haben wir noch saure Gurken, Zwiebeln drin und. Die Verkäuferin hat sich sehr viel Zeit gelassen, das wirklich mit Liebe zubereitet für jeden Einzelnen. Es ist nicht günstig, aber es schaut sehr gut aus. Und ich würde sagen, das will wir mal. Okay, ich kann nicht rein. Boah, wow. Wie man hier sieht, wurde mit Frischkäse auch echt nicht gespart. Es kam noch ein bisschen Zwiebel mit durch. Das hat mir beim ersten ein bisschen gefehlt. Das ist ein richtig geiles Frühstück und ein richtig geiler Bagel. Was viele falsch machen und was ihr bitte nicht falsch macht, wenn ihr da auflauft, ist, dass ihr einfach reingehen könnt. Ihr zieht drin eine Nummer und dann wartet ihr, bis eure Nummer aufgerufen wird. Viele Leute stehen da in der Schlange davor, aber du kannst da einfach reingehen. Also geht rein, Leute. Jetzt bin ich wirklich in New York angekommen, wenn ich das weiße Zeug unter der Nase habe. Das könnte ein bisschen weniger Frischkäse sein, glaube ich. Aber das ist auch wieder so ein amerikanisches Ding. Probieren wir mal den Orangensaft. Ihr wisst, bei mir ist immer das Thema mit dem frischen O-Saft. Ich liebe frischen O-Saft. Fresh. Und der hier, der ist richtig frisch und der passt richtig geil zu dem Lachs. Ich gebe mir hier noch die zweite Hälfte, den O-Saft, das ist mein Frühstück. Und danach geht's weiter mit einem Sweet Food Hotspot, den ich persönlich schon mal bei Galileo gesehen habe. Ich bin der Beste in der Welt. Der Typ kann Deutsch. Ich heiße Richie. Richie? My name is Richie Rare. All my friends are artists that create clothing. I'm the only licensed black artist in Soho. Now you see Heron Preston, who are you wearing? Heron Preston is a good friend of mine. Huh? We're doing a collaboration that got canceled, but he said we'd do something in the future. This is me and Heron Preston. This is me and Heron Preston. I'm an influencer. Yeah. But since I'm black, it's hard to like sell to non-blacks when they only dress like us. So what I do is a freestyle. Ooh. If people like the freestyle, they donate. That's what I'm famous for. Damn, Daniel. Okay, now something about Germany. In life, cause I grabbed it. Guten Tag, nice to meet you. What's your name? Wie heißt du? Take you out for a slice of pizza. I don't with the Belgium. German beer's better, nigga, and that's the truth. Yeah, you know we over here with the dudes. They over there talk about chocolate, they ain't smooth. Over there in Switzerland, they think they're better too. Germany is so smooth in Dutchland. They get mad, the Dutch get broke like a Dutch fan. Yeah, that's right. Wow. I tell you something, you really have to be like pretty intelligent to rap that much freestyle. Cause I went to college for psychology. Yeah. I speak 14 languages. Damn, Daniel. Follow my man, that's right. This is Richie mother Rare. I'm the hottest mother man in Soho. Leute, wir passen I am the king of Soho. Get out that black man way. Good ways, my guy. And make sure you have Wenn ihr so ein Selbstbewusstsein habt wie der Typ, dann habt ihr alles richtig. Bang! I believe in you. Der Kerl hat mich gerade einfach komplett random auf der Straße angelabert, Digga. Weil ich auf der Straße gestanden bin und gefilmt habe einfach so. Und er wird jetzt rübergerufen, so Alpha German oder irgendwie sowas. Dann habe ich gefragt, warum? Woher weiß er, dass ich aus Deutschland komme? Und ich meinte, wenn du den ganzen Tag hier jeden Tag stehst, kannst du irgendwann Leute so lesen. Wir packen sie auf zur Geburtsstätte des Cronuts, wo der Cronut 2013 erfunden wurde, Leute. Meine Damen und Herren, hier ist er, der legendäre Cronut. Eine Mischung aus einem Croissant und einem Donut. Das Ganze wird in Traubenkernöl frittiert und besteht aus Croissant-Teig. Das Ganze ist auch noch gefüllt, kostet glaube ich 7 Euro. Und ich würde sagen, wir beißen einfach mal rein. Köstlich, ich habe richtig drauf gewartet. Let's go. Ich glaube, das ist Butterscotch. Ich meine, den Namen da irgendwo drin gelesen zu haben. Mit der Zuckerglasur oben drüber kommt das richtig geil. Und es hat natürlich viel mehr Crunch als so ein normaler Donut. Boah, ist das geil. Der Teig drin, der ist ein bisschen noch so matschig. Also außen knusprig und innen schön matschig. Und dann noch mit diesem Zucker drüber und der Creme gefüllt. Wirklich viel besser, als ich gedacht hätte. Und mit 1, 2 Bissen ist das Ganze auch aufgegessen. Wenn ihr euch was in den USA bestellt, immer Servietten mitnehmen. Weil ihr werdet die sehr häufig brauchen. So gut wie alles hier ist eine richtige Sauerei. Das war schon wirklich eine sehr geile Sache. Und hier haben wir jetzt noch Frozen Smoke. S'mores ist ja eine Mischung aus Marshmallow, Schokolade und Keksen eigentlich. Und was das jetzt hier ist und wieso das Frozen ist, das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach mal bestellt, was mich angelacht hat.
Jetzt weiß ich, warum Frozen. Das Innere ist gefroren. Wir haben hier drin Vanilleeis, dann kommt so eine Schokoschicht und außenrum nochmal ein dicker Marshmallow. Wow, das ist auch wirklich ein geiler Cheat. Für so Zeug bin ich in die USA gekommen, um sowas hier zu probieren, Leute. Und die Tour hat gerade erst begonnen. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt. Nächster Stopp nächste Woche wird nämlich in Chicago sein. Und da drehe ich nicht alleine, sondern mit einem Gast. Was euch da erwartet, seid gespannt. Das Essen verdrückt. Und wisst ihr, wo ich mich jetzt hier befinde? Hä? Habt ihr schon eine kleine Ahnung? Nee. Nein. Ein kleiner Tipp. Es wird eine Menge Geld hier verloren und eine Menge Geld auch gewonnen. 8000 Euro! Die Rede ist von der New York Stock Exchange. Denn New York ist natürlich nicht nur bekannt für seine Essen, Donuts und so weiter und so fort, sondern vor allen Dingen als die Finanzmetropole weltweit. Und das bringt mich auch zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Expresssteuer. Und mit dem Thema Steuern wird teilweise auch eine Menge Geld verloren. 12 Milliarden Euro circa werden jedes Jahr an Vaterstaat geschenkt, weil ihr sie euch nicht zurückholt. Na, das ist der Dreck, den ihr in der Schule nicht beigebracht bekommt. Im Durchschnitt spart man nämlich 1069 Euro, wenn man seine Steuererklärung über Expresssteuer abgibt. Vielleicht haben einige von euch da draußen noch nie eine Steuererklärung gemacht, dann ist es noch umso besser, denn ihr könnt sogar bis zu 4 Jahre rückwirkend eure Steuererklärung dort abgeben und dann hättet ihr im Durchschnitt quasi schon 4000 Euro, die ihr zurückbekommt. Ich würde es machen. Ich würde es machen. Nur mal so unter uns, so eine kleine New York-Reise ist da mal locker drin oder ein Verlobungsring wie bei mir letztens oder Weihnachten steht ja auch bald an. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, nee Mann, Steuererklärung, Alter, egal, kein Bock, das dauert bestimmt ewig und es wird voll teuer. Ihr zahlt bei Expresssteuer nur im Erfolgsfall. Nice. Und die sagen selber, dass das in wenigen Minuten erledigt ist. Ich würde sagen, hier ist die Website expresssteuer.com, finden wir es heraus. Ich stelle mich auf einem Bein hin und ich bleibe so lange stehen, bis ich meine Steuererklärung fertig gemacht habe. Von mir aus könnt ihr die Zeit gern stoppen. Zeitraffer, let's go. Fertig. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt war. 3 Minuten. So viel Geld kriege ich mit meinen Fantasiedaten, die ich da eingegeben habe, jetzt ein. Das waren alles Daten, die ihr sofort im Kopf habt. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr zur Expresssteuer. Von der Wall Street packe ich es jetzt wieder zurück nach oben, denn wir packen es auf zu Cats Deli. Dort gibt es das beste und bekannteste Pastrami-Sandwich der Welt. Und hier ist es, das legendäre Pastrami-Sandwich von Cats. Leute, ich blende euch mal ganz kurz ein paar Bilder ein von ein paar Leuten, die hier schon mal waren, damit ihr mal so ein Gefühl habt, wie bekannt der Laden ist. Und das sind jetzt nur die Bilder von den Leuten, die hier so außen rum sind. Bevor ich jetzt in das Sandwich beiße, muss ich erstmal hier einen Schluck nehmen. Ich habe mir so ein Roots-Bier bestellt. Ja moin, einfach 170 Kalorien so eine Dose, deswegen lieber Erb trinken oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich jemals verstehen werde, warum man das trinkt. Ich habe es mir jetzt bestellt, ich muss es austrinken, aber es ist nicht mein Geschmack und ich glaube, euer Geschmack ist es auch nicht. Vor über 100 Jahren wurde der Laden hier eröffnet und seitdem machen die Pastrami-Sandwiches und Pastrami. Wir haben hier quasi Rindfleisch drauf, ein bisschen Senf und das war's, glaube ich, auch schon. Mir wurde jetzt zu dem Sandwich hier noch so eine Gurke serviert und ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt am besten machen. Ich glaube, ich beiß einfach jetzt mal hier rein. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass das wahrscheinlich der bekannteste Laden in ganz New York ist. Cheers. Ganz anders als erwartet. Für alle Veganer, schaut mal ganz kurz weg, bitte. Hier ist eine Menge Fleisch drauf und das schaut eher so aus, als wenn das eigentlich zu viel wäre, aber es geht sehr weich runter. Und das wirkt gar nicht so viel. Das ist richtig, richtig, richtig weich. Dazu ein Schluck Rootbier. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich fühle mich jetzt nicht in den USA angekommen. Der Raum, in dem ich übrigens befinde, ist so ein kleiner Nebenraum. Den kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr hier an der Toilette einfach vorbeigeht, habt ihr hier viel mehr Ruhe als drüben. Und ich glaube, noch geiler wird die Kombi, wenn ich jetzt so einen Pickel nehme. Ja, das heißt hier Pickel für alle, die in Englisch nicht aufgepasst haben. Also saure Gurke. Und jetzt hier reinbeißen. Diese eingelegten sauren Gurken harmonieren mit dem Fleisch so geil. Ich muss sagen, das Pastrami-Sandwich von Cats, das hat mich wirklich überrascht. Pflichtveranstaltung, wenn man in New York ist. Ganz neu eröffnet hat Levain Bakery, also den Laden gibt es schon länger, ich war da auch schon vor 3 Jahren. Eine richtige Bombe. Oh, der schmeckt geil. Aber neu eröffnet hat der hier in NoHo. Es gab nämlich immer nur einen in Upper West. Und hier unten gibt es jetzt quasi auch einen. Und die Cookies gelten so als die besten Cookies der Stadt. Ich habe jetzt hier den Klassiker Double Chip Chocolate. Und wir machen den einfach schön auf. Schaut euch jetzt an, wie schön das ausschaut. Wow, sind die weich. Ich glaube, ich hätte aber den mit Erdnussbutter nehmen sollen. Der ist in meinen Augen, glaube ich, noch besser gewesen. Der ist mit Zartbitterschokolade gefüllt und Vollmilchschokolade. Und mir ist ein bisschen zu viel Zartbitter drin. Aber wenn man sich dazu noch ein Käffchen holt, so ein Espresso Macchiato,
Und wenn sich das in den Mund trifft, dann ist das einfach eine schöne Kombi. Und zum Abendessen, weil ich ja noch so wenig erst heute gegessen habe, packen wir es auf zu einem legendären Streetfood-Laden. Natürlich ist aber auch eine Frage, wie ich zum letzten Foodspot komme, Leute. Und hierfür kommt mein zweiter Werbepartner des Videos in Frage. Ford. Ford unterstützt das Video mit Autos. Ford baut Autos. Ihr könnt bei Ford über meinen Code in der Videobeschreibung euer nächstes Auto mit 25% sichern. Der Code ist nur einen Monat gültig. Und ich persönlich nutze Ford schon sehr lange. I still love you. Kleine Scherz am Rand. Ihr wisst, was ich meine, das war ein kleiner Joke. Ja, immer diese Überleitungen zu Kooperationen, ne? Die feiert ja auch so. Was ich euch empfehlen kann, sind so Fahrräder, Leute. Wenn ihr mal in New York seid, meldet euch da an. Lyft-App. Und dann einmal gescannt mit der App kann man das einfach rausnehmen. Und dann fahrt ihr irgendwo hin und stellt es wieder einfach irgendwo so ab. So mache ich das. Und ich finde, so eine Stadt mit einem Fahrrad zu erkunden oder mit einem E-Scooter ist so einfach coolste Art und Weise. Man sieht so viel. Und hier ist auch alles so sehenswert. Es schaut alles irgendwie so aus wie im Film. Let's go, auf zum letzten Foodspot. Der letzte Spot, Leute, ist The Halal Guys. Die haben mit einem Foodtruck in New York angefangen und mittlerweile mehrere Restaurants eröffnet. Das ist das, was ich mir jetzt bestellt habe. Wir haben hier so quasi so Plättern bekommt man da. Ich habe jetzt hier mit Falafel. Das Geheimnis bei denen, worauf alle stehen, ist die Soße. Diese weiße Soße muss irgendwie magisch sein. Eine Packung davon hat einfach 330 Kalorien, Leute. Über so einen großen Teller macht man sich zwei Packungen drüber, also 600 Kalorien Soße. Den gibt es für mich und für einen Kollegen gibt es hier den Klassiker. Das ist das, wodurch der Laden bekannt geworden ist, die Combo Plate. Wir haben hier so Rindergyros und hier haben wir so Chicken. Stabil. Relativ healthy sogar, würde ich sagen, abgesehen von der Soße. Und so ein Ding kostet nur 10 Euro. Das Ding mit Falafel ist mit 8 Euro sogar noch günstiger. Lass mal diese weiße Soße ein bisschen mehr probieren hier. Ja, ein bisschen wie eine Mayo mit Gewürzen, würde ich sagen. Zum Brot, zum Pita geben die auch noch mit dazu. Und das liegt einfach immer über dem Fleisch drüber die ganze Zeit und saugt so ein bisschen den Geschmack auf. Das lasse ich mir jetzt hier noch schmecken. Es war mehr als genug Essen für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war ein Einblick aus New York. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch schon mal hier war, welcher Foodspot euch am besten gefallen hat. Und das nächste Mal sehen wir uns mit Begleitung aus Chicago wieder. Wer es noch nicht abwarten kann, schaut auf Franklin TV vorbei. Dort wird schon ein Chicago-Vlog online sein. Bis zum nächsten Mal. Abo und Daumen, wir ein Träumchen. Over and out. Ciao.